Fokus des Vita-Systems ist der Einsatz einer VR-Umgebung für Rehabilitationszwecke, aufbauend auf unserer umfangreichen Forschung im Bereich der muskelsignalbasierten Ansteuerung. Ziel unserer Forschung war hier immer die intuitive Ansteuerung von Roboterhänden oder Prothesen, auch für eingeschränkte Benutzer, zum Beispiel für Amputationspatienten. Bei einer Vielzahl von Personen, die eine Amputation erlitten haben, treten sogenannte Phantomschmerzen auf. Das sind neuropathische Schmerzen, die auf eine Reorganisation im Gehirn zurückzuführen sind. Diese werden oft mit einer sogenannten Spiegeltherapie behandelt, bei der im Gehirn die Illusion entsteht, noch eine funktionale Gliedmaße zu haben. Hier können wir jetzt mit dem Vita-System einen Schritt weitergehen, die Virtual Reality und unsere muskelsignalbasierte Steuerung nutzen, um diese Illusion noch zu vertiefen und eine intuitive Kontrolle in Virtual Reality zu ermöglichen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Therapie von Schlaganfallpatienten. Schlaganfallpatienten leiden sehr häufig unter einer Einseiteneinschränkung, die wir mit einem solchen VR-System ebenfalls gut behandeln können. Die Software gliedert sich in zwei Bereiche. Zum einen das Interface für den Therapeuten, mit welchem er den Patienten während den Übungen begleitet, die Trainingsfortschritte überwachen kann und den Patienten anleiten kann, was er in der VR-Umgebung zu tun hat. Außerdem kann er während der Übungen Parameter einstellen und die Übungen so an den Patienten anpassen. Zum anderen die eigentliche VR-Umgebung, in welchen sich die Patienten frei bewegen können, aber auch gezielt, angeleitet durch den Therapeuten, bestimmte Übungen durchführen. Wir haben hier Wert darauf gelegt, dass hier ein sehr intuitiver Prozess sowohl für den Patienten als auch für den Therapeuten stattfindet. Hier haben wir während der Entwicklung sehr viel Feedback von den Therapeuten, aber auch von den Patienten eingeholt und das System hier iterativ angepasst. Eine Anwendung ist hierbei die Rehabilitation von Phantomschmerzen. Im ersten Schritt kalibrieren wir das System und messen die Muskelsignale der Patienten. Als Szenario für die Virtual Reality haben wir hierbei ein Haus gewählt, wo verschiedene Aufgaben innen und außen durchgeführt werden können. Eine Aufgabe zum Beispiel ist in der Küche, wo ein Schneidebrett und ein Messer zur Verfügung steht, um verschiedenes Obst und Gemüse zu schneiden. Eine weitere Eigenschaft unseres Systems ist es, dass wir nicht nur bestimmte Griffe detektieren können, sondern auch die Kraft, mit der man zugreift. Hierfür gibt es zum Beispiel das Kochen einer Suppe. Es stehen verschiedene Tomaten zur Verfügung. Diese sind sensibel, das heißt, man muss sie mit einer bestimmten Kraft greifen, darf aber nicht zu fest zugreifen, ansonsten zerplatzen sie. Sollte dem Patienten mal bewusst werden, dass die Kontrolle nicht mehr so gut funktioniert oder der Therapeut merken, dass etwas nicht so ganz funktioniert, kann man nochmal nachkalibrieren. Das heißt, die Muskelsignale werden dem System nochmal gezeigt und mit den Griffen neu assoziiert. Außerdem gibt es im Außenbereich auch weitere Aufgaben, die man durchführen kann. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, Pilze vom Boden zu sammeln oder Äpfel von einem Baum zu pflücken. Diese zwei Aufgaben sind exemplarisch dafür da, dass es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gibt. Das heißt, Variationen in der Höhe machen Aufgaben schwieriger oder leichter. Eine weitere Anwendung ist die Behandlung von Schlaganfallpatienten. Ziel ist es hier, die beeinträchtigte Seite von Schlaganfallpatienten gezielt wieder zu mobilisieren. So haben wir das System dahingehend entwickelt, dass wir Objekte haben, die die Patienten beidseitig greifen und auch loslassen können, wobei die beeinträchtigte Seite gezielt unterstützt wird von der nicht beeinträchtigten Seite. In einem ersten Schritt wird der Bewegungsspielraum des Patienten eingemessen durch das System. In einem weiteren Schritt werden die Muskelsignale kalibriert. Dies geschieht ähnlich wie in der Anwendung der Phantomschmerztherapie, darin, dass man dem System bestimmte Gesten zeigt und das System dann die zugehörigen Muskelsignale dazu lernt. Ziel ist hierbei, dass die Unterstützung durch die nicht beeinträchtigte Seite im Lauf der Therapie immer mehr zurückgenommen wird, sodass die beeinträchtigte Seite zunehmend mobilisiert wird. Wie vorhin erwähnt, wollen wir den Nachweis einer Wirksamkeit einer solchen VR-Therapie in Kombination mit unserer muskelsignalbasierten Ansteuerung erbringen.
Dazu soll mit Projektpartnern aus dem Rehabilitations- und Pflegebereich eine große klinische Studie mit Patienten und Patientinnen durchgeführt werden. Da der gesamte Bereich der Rehabilitation und Medizin durch die Einschränkungen der Covid-19-Pandemie besonders stark betroffen war, mussten wir unsere Pläne hier etwas anpassen. Wir rechnen damit, dass bis Mitte 2021 die klinische Studie durchgeführt werden kann. Erste Ergebnisse, die wir aufgrund der Tests mit den Pilotpatienten erhalten haben, stimmen uns hier sehr optimistisch und wir freuen uns auf Ergebnisse der klinischen Studie.